Hallo und willkommen zurück zu A Way Out. Wir sind hier auf einer Farm. Hier gibt es ein älteres Ehepärchen. Und wir müssen uns neue Klamotten besorgen auf unserer Flucht. Und mit wir meine ich nicht nur Spielsatzfeld, sondern auch Manari. Hallo. Hallo, hallo. Da sind wir wieder. Unsere kleine Farm. Kann ich Schweine füttern? Da ist ja schon wieder dein Videotitel. Ah. Hey, ich will auch rein. Man, rolling around in mud. So you're living the life here. Ah, das ist toll. Können wir sie auch reiten? Hey there, Piggy. Piggy. Miss Piggy. Oh, ich glaube, ich kann auch zu den Hühnern. I knew it. Ja. Smells like shit. Hey there. Do you have any eggs for me? Hey there. Können wir hier Eier mitnehmen? Hey there. Zieh's dir mal direkt das Ei. Hä? Zieh dir das Ei mal direkt aus dem Huhn. Logisch, genau das werde ich jetzt tun. Nein, hier sind keine. Okay, also Klamotten oder was? Naja, erstmal gucken, was passiert, wenn wir hier in Richtung Haus laufen. Ob die schon irgendwie in Alarmbereitschaft sind oder ob die irgendwo hingelaufen sind oder was auch immer. Ich glaube, der Typ hat seine Kanone nicht mitgenommen. Die können wir bestimmt ausleihen. Die Betsy. Genau. So, warte mal, ich gehe mal da runter. Du gehst ja schon da lang. Ich wollte mal gucken, ob da unten was ist. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Rasenmäher. Kannst du Rasen mähen? Nee. Schade. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment über... Für einen kurzen Moment überlegt, ob du mir die Frage stellst, aber du stellst sie im Spiel. Sonst hätte ich nämlich geantwortet, ja, Rasen mähen kann doch wohl jeder. So schwer kann das nicht sein. Interessant, wie weitläufig das hier gerade ist. Oh, this beer must have been open for a long time. Mmm. Delicious meals have been made here. Want some grass? No? Du fütterst wieder Kühe? Ja, sie will nicht. Er will nicht. It's the least we can do. Blasen! Blubbel! Ganz viele Blubbel! Ne? Hier ist ein Brunnen. Der will nicht. Hallo? Na jetzt. Looks freshly made. Hab einen Keks gefunden. Zum Glück hat dich noch keiner gefunden da drin. Sind die eigentlich rausgelaufen oder irgendwo hin? Hat man gar nicht mitbekommen, oder? Doch. Hat man? Wir sind den Pferden nach. Ach, guck mal. Oh, er hat doch seine Knarre mitgenommen. Red Trigger funktioniert nicht, doch. Shit! Ja, muss ich gedrückt halten. Was soll ich machen? Crap! Hä? Ah, so. I rock! Ah. Oh, sie spielt das Banjo. Nice. Like a real farmer. There's no way you're beating that. Oh, come on. Machst ein bisschen Rockstar, ja? Shit! Pick, stupid cat! Right. Gas canister. How handy. Okay, reicht. Ich glaube, ich betanke jetzt hier gleich unser Fluchtfahrzeug. Ich habe einen Trecker gefunden. Smells amazing. Nee, hier geht nicht viel. Yeah, smells pretty damn good. Aber ich habe hier irgendwie einen Benzinkanister gefunden. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt durch die Gegend trage. Weiß auch nicht. Hier liegen Patronen, aber ich kann sie nicht mitnehmen.
Eigentlich geht's uns ja um die Klamotten. Na gut. Weiter gucken. Wobei, umziehen und zum Truck gehen steht ja da oben. Vincent, come over here and help me out. Ich kann grad nicht. Naja, war ich. Hab schon wieder abgebrochen. Nein! Okay, reicht. So, nicht erschrecken, ich komme jetzt hier gleich rein. Das should be enough. Let's make it nice and cozy. Hi. Here we go. Is this Steve? No? Rob? No? Kein Steve, kein Rob. Hey, one large with extra pepperoni, please. I missed the simple life. Thanks. Ich rufe jetzt die ganzen blöden Aussagen hier ab. Gerade habe ich eine Pizza bestellt. Oh shit. I'm sorry, wrong number. Okay, reicht. So. Oh, und Boo. Do they have anything interesting? I haven't cleaned myself in days. I can't believe these were actually used at wars. I knew it. It's only decorative. Hm. Okay, mit der kannst du nichts anfangen. Nee, leider nicht. So, in der Küche warst du ja schon ausgiebig, ne? Machen ja. Wir eigentlich unterschiedliche Sachen? I can't even remember the last time I had. Du warst auch bei den Keksen. Was ist denn das hier? Might as well give them a hand with the dishes. Eine verdächtige Wand. Eine Geheimtür. Not! I've never really been a hat man. Ach komm, nimm den da. Yeah. This is the first and last time I'm testing this type of hat. Sieht doch niedlich aus. Ah, soll ich dir was sagen? Was? Ja, da steht's ja auf Vietnam. Genau, ja, es spielt zu Zeiten des Vietnamkrieges. Weil er gerade fucking war gesagt hat. Ich kann gerade nicht ranzoomen, warte. Oh, da. Vietnam. Ich bin pretty good at this. Steady now. Oh, damn. Let's start from scratch, I guess. So, die Waffe. Okay, ist dann nicht. This must be one of the new fancy models. Hoffentlich sind die noch eine Weile mit ihren Pferden beschäftigt. Ja, besser wär's. Oh, ein Webstuhl. Wow. Hey Leo, there's a wardrobe here. Let's change. Ah, da komme ich hin. Warte. Kann ich mir aussuchen, was ich anziehe? Bitte? Du kannst noch nicht mal sehen, was du anziehst erst hinterher. Wo ist das? Bist du hochgegangen? Ja. Oh, das sieht aber cool aus. Gar nicht schlecht, hä? Hoffentlich kriege ich auch was Tolles. Nö. Hier liegen Patronen. So, dann lass mich mal. If only the cell beds were this comfortable. So, ab in die Zauberkugel. Die TARDIS. I always found these kind of soothing. And the shotgun might come in handy. Aha. Wo ist die hier? Die war offensichtlich im Kleiderschrank. Ja. Bist du neidisch, wa? Ich habe eine schöne Klimperkiste. Ja, da bin ich jetzt neidisch. Ach, ich finde, wir haben coole Klamotten. Du kannst ich weitergehen. Auch.
Also ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wo der Truck steht. Ich habe ja schon die Garage gefunden eigentlich. Waren wir hier denn schon überall? My eyes are starting to look puffy. Wo waren denn die Hüte? Oben? Auch oben? Da latsch ich nicht nochmal hoch. Was machst denn du da? Nimmst einen anderen Weg nach draußen. Okay. Funktioniert genauso gut. So. Was meintest du mit dem Truck? Ja, genau hier runter. Achso, okay. Also es könnte, obwohl es eigentlich, das ist jetzt die Scheune, ne? Wo die Pferde raus sind oder was? Aber ich brauchte dich auf jeden Fall hier. Die Scheune ist rechts von uns. Stimmt, da kam er woanders her. Ja, dann ist es die Garage, sag ich mal. Okay. Pass auf, jetzt kommt ein geiler Oldtimer. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Okay. Ach, hey. Na gut. Hebeeisen. Wir können hier das Holzene dran machen. Let's find something to lift the car. Warte. Ah ja. Mhm. This could probably lift the car. Ready, Leo? We need a new tire. Let's look around and see what we can find. Muss die hier hinten irgendwie anheben und dann schiebe ich das den Baumstamm drunter. Ach so, verstehe. Oder auch nicht. Jetzt stehe ich erstmal mitten in dir drin und kann nichts machen. Hä? Ach, wenn ich hier halte, musst du, glaube ich, den Reifen wechseln, den wir gerade noch gar nicht haben. Hm. Na gut. Oh, ein Radkreuz. Hier geht's noch. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Oh ja. Ich glaube, da musst du dich dranhängen. Dann fahr mich mal schön durch die Gegend. Ich habe ja auch keine Höhenangst, ne? Oh. Da ist doch Heu unten drunter. Oder Stroh, ich kenne den Unterschied nicht so wirklich. So. Da schubst ich jetzt mal was runter. So, und? Hä? Okay. Was machst du da? Er muss erstmal den richtigen finden. So, den nehmen wir. Gut. Komme ich jetzt hier auch so wieder runter? Warte mal. Ah, ich komme auch so wieder runter. Na? Ah. Jetzt komm, so. Okay. Zack. Ich hol den Reifen. Mach das. Wo ist denn der? Ich hab den doch hier. Da. Genau. So. Hältst du schon? Nee. Nö, aber jetzt. So. Okay, we can now use this to fasten a new tire. Hab Radkreuz gefunden, oder wie das heißt. Ja, dann mach mal. Diese Idylle. Ist sie nicht schön? Done. Now we need something to lift up the pickup to remove the support. Haben wir doch schon die ganze Zeit gemacht. Ach, es war schon. Hä? Wait. The car has four wheels now. That's a good start. Ja. Ich schätze mal, es könnte noch an Benzin mangeln. Was war denn hier vorne noch? Man konnte doch noch genau an die Motorhaube. The battery seems dead. Oh. Strom. Hier vorne ist doch ein. Ist das ein Generator? Könnte sein, aber ist keine Option da, ne? Nö.
So, gibt's hier Rad? Hier hast du das Drahtkreuz gefunden. Drahtkreuz? Drahtkreuz. brauchen wir noch vielleicht noch irgend so ein Kabel? Hm. Ich weiß nicht. Ich gehe noch mal oben hin. Ja. Das kann ja eigentlich, muss ja eigentlich hier drin sein, oder? Eigentlich schon. Oder dass ich mir hier eine Batterie irgendwo ausbaue. Von dem ollen Trecker, aber da kann man halt nichts machen an dem Ding. Hm. Hier war nichts sonst. Eine Batterie. Das kann doch nicht so schwer sein. Und das? Huch. Na, hier war das Hufeisen werfen. Schlange? Ja, dieses Zischen. Oder was war das? Tja, keine Ahnung. Jetzt hier raus? Nee. Das ist eigentlich recht übersichtlich da drin, oder? Hatten wir doch jetzt alles. Hätte ich auf der anderen Seite noch was finden müssen, als du mich darüber gefahren hast? Ich weiß nicht. Könntest du nochmal machen. Du kannst auch mal rüber. Wie wär's? Okay. Na? Ich drehe, so jetzt. Ah. Sieht aber schlecht aus. Sieht übersichtlich aus, ne? Ja. Ne, hier sind Reifen, Heuballen, irgendwelche Bretter. Nee, hier ist gar nichts. Nicht, dass es auch irgendwas ist, was nur einer von uns beiden ausführt, aber ich kann da jetzt an diesem vermeintlichen Generator auch nichts machen. Ich guck mich auch mal ein bisschen um. Na toll, da scheucht man die Pferde weg und dann hat man kein Fluchtfahrzeug. Hätten wir mal direkt die Pferde genommen. Ja. Sind auch leiser. Ja, hier drin sehe ich jetzt auch nichts mehr. Ich meine, schön, dass ich den Kanister gefunden habe. Ich hätte jetzt gedacht, dass er noch Benzin von uns verlangt. Aber jetzt scheitert es erstmal am Strom. It looks like the battery is out of juice. You're a beautiful animal, aren't you? Ja, dann lauf du mal draußen rum. Wobei, ins Haus brauche ich auch nicht gehen. Warum soll da eine Batterie rumliegen? Oh! Hier sind wir reingekommen. Jetzt bin ich gespannt, was du da findest. What an amazing view. Nichts. Let's get this thing started. Ich kann das hier drehen, aber... I can make it go faster than this. Warum sollte ich das tun? Können wir da irgendwo Strom aufladen? Ich weiß nicht. Schön wär's. Hm. Warte. Huch. Irgendwas hat sich getan. Ja. Aber was? Huch. Was? Das war eine Errungenschaft gerade. Also bei mir kam eine rein. Welche? Dreh eine Runde hieß die und dann stand da drunter, du hast geschafft, was der Wind nicht konnte oder irgendwie so. Aha. Ich bin jetzt gerade nochmal im Stall. Vielleicht gibt's da eine Batterie. Eigentlich nicht ganz logisch, aber in Richtung Logik denken habe ich mir abgewöhnt. Bringt nichts bei mir. Aber ich gucke mich noch ein bisschen um.
Nix. Hier ist halt nur Stroh. Hier steht auch nochmal so eine Art Generator rum. Also mit Saft ist doch wohl Batterie gemeint. Nicht, dass wir irgendwie den Kanister da hinbringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Den ich schon 3 Meter davor stehen habe, weißt du? Ich versuch's mal, aber... Sowas ist mir ja auch nicht zum ersten Mal passiert, dass ich mit der Nase schon in der Lösung drin war. Nee, er legt den auch ab. The battery seems dead. Die Batterie ist tot. Tja, nein. Dann brauchen wir entweder eine neue Batterie oder ein längeres Kabel, was wir irgendwie seems dead. Legen können. Sag ich mal. Aber vielleicht kann ich das ja schon mal betanken. Da ist aber nirgendwo eine Option gewesen, glaube ich. Doch. Ah. It's filled up with gas. Wonder if it will start. Was denn jetzt? Battery seems dead. Hier ist doch so ein Kabel. Warte. Not gonna work. Ich hab eine Idee. Let's chop some wood. Holzhacken, das habe ich auch noch nicht gemacht. So. Danke, reicht. Ich würde den gerne ziehen. Kann ich aber nicht. Warum ist die Kamera hierhin gesprungen? Weiß nicht. Ich würde den Wagen gern ziehen, darunter. Und dann mit dem, so. Wie heißt das Kabel? Starthilfekabel, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Ja. Finden wir das in der nächsten Folge raus? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, du bist dran. Okay, Freunde. Ja. Ja, bin ich? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir 100%ig dieses alte, rostige Gefährt wieder zum Laufen bekommen. Und bis dahin, bis Wiedersehen. Tschüss! Tschüss!